Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Die Chipkrise bremst derzeit weltweit die Produktion zahlreicher Industrien aus. Besonders betroffen ist die Automobilbranche. Der Zulieferer Bosch will sich jetzt unabhängiger machen und bis 2026 3 Milliarden Euro in sein Halbleitergeschäft investieren. Wir wappnen uns auch im Interesse unserer Kunden für eine unvermindert wachsende Chip-Nachfrage. Für uns steckt in den kleinsten Bauteilen großes Geschäft, sagte Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung. In Reutlingen und Dresden sollen für zusammen mehr als 170 Millionen Euro neue Halbleiter-Entwicklungszentren entstehen. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.